Cardiotraining ist ein hilfreiches Mittel, um hartnäckiges Bauchfett loszuwerden und die Gesundheit enorm zu verbessern. Allerdings haben viele auch völlig falsche Vorstellungen vom Cardiotraining beim Abnehmen und bauen es äußerst unvorteilhaft im Trainingsplan ein. Die Folge ist, dass wenn man mit solch einem Plan überhaupt abnimmt, in den meisten Fällen auch Muskulatur verloren geht, wodurch man am Ende skinny fett ist. In diesem Video erfährst du, was man wirklich vom Cardiotraining bei der Körperfettreduktion erwarten kann, welches Cardio am besten ist, um Fett zu verlieren und wie man es am besten in der Woche einplant, um die Muskulatur zu erhalten oder sogar noch aufzubauen. Cardiotraining ist fürs Abnehmen hilfreich, es wird allerdings oftmals auch enorm überschätzt. Nach dem Motto, wenn ich jeden Tag Cardiotraining mache, dann werde ich das Fett um die Hüften rum schnell los. So ist es allerdings nicht. Um Fett zu verlieren, muss man in einem Kaloriendefizit sein. Die erste Möglichkeit ist, dass man weniger Kalorien isst, als man über den Tag verbraucht. Die zweite Möglichkeit ist, dass man die körperliche Aktivität erhöht, wie zum Beispiel durch Cardioeinheiten. Oder die dritte und beste Herangehensweise ist, ein Defizit durch die Ernährung und einen gesteigerten Aktivitätslevel zu erzielen. In dem Zusammenhang möchte ich noch einen weiteren wichtigen Punkt anreißen. Du hast gesehen, dass wir es aktiv in der Hand haben, unseren Körperfettanteil zu reduzieren. Allerdings können wir nicht aktiv entscheiden, an welcher Körperstelle wir zuerst Fett verlieren. Das ist genetisch festgelegt. Bei den meisten ist der Bauchbereich der letzte Bereich, an dem man das Fett verliert. Das heißt, um das Bauchfett loszuwerden, braucht man Durchhaltevermögen im Kaloriendefizit. Mit dem richtigen Cardiotraining kann man allerdings den ganzen Prozess ankurbeln und somit schneller den persönlichen Traumkörper erreichen. Um so einfach und effektiv wie möglich den Körperfettanteil zu reduzieren, ist eine Kombination der Ernährung mit dem Cardiotraining entscheidend. Eine Meta-Analyse von letztem Jahr verdeutlicht das sehr schön. In der Meta-Analyse wurden 92 Studien analysiert und dargestellt, wie effektiv verschiedene Maßnahmen sind, um Fett zu verlieren. Reines Cardiotraining ist dabei die ineffektivste Methode, um Fett loszuwerden. Schaut man sich die besten Maßnahmen an, sieht man, dass es immer eine Kombination aus der Ernährung und dem Training ist. Wenn man sich das mal konkret vor Augen führt, wird es noch klarer. Wie einfach ist es, einen Snickers zu essen? Für die gleiche Menge, 290 Kalorien, müsste man auf der Aktivitätenseite eine Stunde zügig spazieren oder eine halbe Stunde bei moderater Geschwindigkeit joggen. Sich alleine nur auf das Cardiotraining und dem damit einhergehenden vermeintlichen Kaloriendefizit zu verlassen, ist keine gute Herangehensweise. Untersuchungen zeigen nämlich, dass Personen, die nur Cardio machen und nicht aktiv auf die Ernährung achten, nur 20-50% der Kalorien verbrennen, von denen sie eigentlich ausgehen. Das heißt zum Beispiel, wenn ich nicht auf meine Ernährung aktiv achten würde und eine Cardioeinheit mache, bei der ich 500 Kalorien verbrenne, sind es am Ende des Tages in den meisten Fällen tatsächlich nur 100 bis 250 Kalorien im Defizit. Und das hat zwei Gründe. Der erste Grund ist, dass Personen, die ungewohnterweise mehr Sport machen, sich über den Tag unbewusst weniger bewegen. Und der zweite, noch entscheidendere Grund ist, dass Personen, die nicht aktiv auf ihre Ernährung achten, nach dem Training über den Tag unbewusst mehr essen. Und dadurch wird das Kaloriendefizit fast wieder zunichte gemacht. Deshalb ist und bleibt die Ernährung der größte Hebel bei der Fettreduktion. Das Cardio kann man dann noch super als Beschleuniger für den Prozess nutzen. Welches Cardio eignet sich denn am besten, um Fett zu verlieren? Wenn man sich im Internet umschaut, dann stößt man als allererstes auf die ganzen HIIT-Cardio-Einheiten, mit denen das Fett wie Butter in einer heißen Pfanne dahinschmelzen soll. Auch wenn hochintensive Cardio-Einheiten, Sprints oder Spinning-Einheiten zeiteffiziente Methoden sind, in denen man viele Kalorien verbrennt, erfordert diese Art von Cardio auch einiges an Willenskraft und ist deshalb oftmals nicht nachhaltig, wenn es darum geht, langfristig Fett zu verlieren und einen definierten Körper beizubehalten. Extrem intensives Cardio ist aber in den meisten Fällen nicht nur nicht nachhaltig, sondern schlichtweg auch nicht nötig. Und dazu gibt es auch etliche Studien. In einer Meta-Analyse von 2021, bei der 54 Studien analysiert wurden, ist das Fazit, dass niedrigintensive Cardioeinheiten, die dann natürlich etwas länger durchgeführt werden, gleich effektiv für die Fettreduktion sind wie hochintensive Einheiten. Das heißt, man muss keine maximalen Sprints machen, um bestmöglich Fett zu verbrennen, sondern man kann genauso gut einfach mehr Schritte täglich machen und wird dasselbe Ergebnis erzielen. Und damit haben wir die erste beste Cardioübung, um das Abnehmen zu beschleunigen, und zwar die tägliche Schrittanzahl. Und ja, Gehen ist auch eine Form von Cardiotraining. Für eine bessere Struktur und ein besseres Verständnis, denkt zukünftig gerne immer an informelles und formelles Cardio. Die täglichen Schritte sind informelles Cardio und der Cardioanteil mit dem größten Potenzial bei gleichzeitig relativ wenig Aufwand. Vor allem ist der größte Vorteil bei der täglichen Schrittanzahl, dass man so dem Unbewussten weniger Bewegen im Alter entgegenwirkt und somit das Kaloriendefizit aufrechterhält. Um die Schritte für deine Transformation zu nutzen, empfehle ich dir zunächst einmal, auf deinem Handy nachzuschauen, wie viele Schritte du täglich machst.
Diese Information findest du auf dem iPhone in der Health App oder beim Samsung in der Samsung Health App. Vielleicht hast du die App bis dato noch nicht eingerichtet, dann wirst du aber ab jetzt täglich informiert werden, wie viele Schritte du gemacht hast. Zu Beginn empfehle ich dir, darauf zu achten, jeden Tag 8000 Schritte zu erzielen. Das wird bei den meisten schon dafür sorgen, dass man um die 250 Kalorien mehr am Tag verbrennt, was hochgerechnet auf einen Monat zusätzlich verbrannte 7000 Kalorien sind, was einem ganzen Kilogramm Fett entspricht. Die tägliche Schrittanzahl kann man leicht im Alltag erhöhen, indem man zum Beispiel einen kleinen Spaziergang am Tag einplant, man immer, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, mal ein Stück weiter wegparkt und entsprechend etwas mehr gehen kann und man gegebenenfalls Treppen läuft, anstatt den Aufzug zu nehmen. Eine weitere super Möglichkeit, mehr Schritte am Tag zu machen und sich gleichzeitig auch noch zu energetisieren, ist es bei der Arbeit mit jeder vollen Stunde mal kurz aufzustehen und 5 Minuten im Büro umherzugehen. Es tut gut und hilft zusätzlich auch noch dabei, überschüssiges Fett möglichst einfach loszuwerden. Wenn die 8000 Schritte gut klappen, ist die nächste Etappe 10.000 Schritte. Mit täglich 8 bis 10.000 Schritten und mindestens 3 Krafttrainingseinheiten in der Woche ist das Aktivitätslevel sehr hoch, das Risiko in der Diät Muskeln zu verlieren sehr gering und im Normalfall wird man so keine Probleme haben, im Kaloriendefizit zu sein. Kommt man jetzt auf ein Plateau und möchte nicht weiter die Kalorien über die Nahrung reduzieren, bietet sich zusätzlich noch formelles Cardio an, um weiter Kalorien zu verbrennen und somit wieder ein Kaloriendefizit herzustellen. Welches formelle Cardio ist denn am besten? Hier ist aus meiner Sicht das beste Cardio erstmal das, was du am liebsten machst. Das muss auch nichts mit einem Fitnessstudio zu tun haben, sondern es kann sein, dass du super gerne schwimmst, Fußball oder Tennis spielst oder boxst. Egal was es ist, die Bewegung, die dir am meisten Spaß macht, ist erstmal die beste. Die Sache ist nämlich, dass man das Cardio gerne macht und sich so nicht zwingen muss, wodurch das Ganze nachhaltig ist. Es bringt zum Beispiel nichts, sich jedes Mal zum Laufen zwingen zu müssen, weil man denkt, dass man dadurch bestmöglich abnimmt, was ohnehin nicht der Fall ist, wie du ja bereits erfahren hast. Wenn du aber wissen möchtest, welches Cardiogerät im Fitnessstudio sich am besten eignet, um den Körperfettanteil zu reduzieren und gleichzeitig das Krafttraining nicht negativ beeinflusst, dann ist es das Fahrrad, Gehen auf dem Laufband mit Steigung und der Stairmaster. Der Grund ist, dass wir bei all diesen Cardiogeräten eine relativ geringe Muskelbelastung haben. Beim Joggen zum Beispiel wirken mit jedem Bodenkontakt erhöhte Kräfte auf die Muskeln, was die Regeneration verlängert und das Muskelwachstum negativ beeinflussen kann. Klar, wenn du gerne läufst, dann spricht da jetzt erstmal auch nichts gegen. Man wird nicht direkt alle Muskeln verlieren, aber es ist halt suboptimal und das sollte dann einem bewusst sein. Beim Cardio ist es nämlich wichtig zu wissen, dass grundsätzlich Krafttrainingsanpassungen und Ausdauertrainingsanpassungen sich gegenseitig hemmen. Das ist der sogenannte Interferenzeffekt. Studien wie diese Meta-Analyse verdeutlichen das schön. Und zwar führt Cardio vor dem Krafttraining dazu, dass man deutlich weniger Kraft beim Krafttraining hat und entsprechend die Muskeln da nicht mehr intensiv genug trainieren kann, damit diese wachsen. Auch wenn der negative Effekt von Cardio vor dem Krafttraining primär bei krafttrainingserfahrenen Personen zutrifft, empfehle ich dir auch, wenn du Trainingsanfänger bist, das Cardio-Training immer nach dem Krafttraining zu machen. So stellt man einfach sicher, dass man die Muskeln intensiv trainieren kann und das Cardio kann man dann noch nutzen, um weiter überschüssiges Fett loszuwerden. Am besten ist es natürlich, das Krafttraining und Cardiotraining an unterschiedlichen Tagen zu machen. So kann man bei beiden Vollgas geben, ohne Angst haben zu müssen, dass man Muskeln verliert. Sollte das aus zeitlichen Gründen nicht möglich sein oder wenn du dein gesamtes Training möglichst kombinieren möchtest, dann achte darauf, erst das Krafttraining zu machen und dann das Cardio. Bei der Länge des Cardiotrainings empfehle ich dir pro Training 15 bis maximal 30 Minuten. Erfahrungsgemäß erfordert alles darüber deutlich mehr Zeit für die Regeneration und die Studienlage zeigt auch hier, dass längeres Cardio sich einfach negativ auf den Muskel- und Kraftaufbau auswirkt. Wenn du das Cardio primär mit dem Ziel machst, überschüssiges Fett loszuwerden, dann empfehle ich dir bei der Intensität darauf zu achten, im Pulsbereich von 120 bis 140 Schlägen zu sein. Damit ist man im sogenannten Zone 2 Ausdauertraining, wo die Fettverbrennung am höchsten ist. Das heißt jetzt nicht, dass man dadurch schneller abnimmt. Der große Vorteil ist aber, dass man mit dieser Intensität gut Kalorien verbrennt, schneller wieder regeneriert und man keine negativen Effekte auf den Muskelaufbau befürchten muss. Wenn du bis dato noch keine Trainingserfahrungen im Ausdauerbereich hast, dann kommt man auf dem Laufband schon mit schnellen Gehen auf die 120 bis 140 Schläge pro Minute. Und mehr braucht es zwingend auch nicht, wenn dein Ziel ist, Körperfett loszuwerden. Um alles aus dem Video mal in einen konkreten Plan zu packen, empfehle ich dir als allererstes zu schauen, dass deine Ernährung passt. Als nächstes ist es wichtig, mindestens 3 Krafttrainingseinheiten in der Woche zu machen, damit man nicht nur einfach abnimmt, sondern am Ende definierte Muskeln hat. Dann, als erste Kardiomaßnahme empfehle ich dir darauf zu achten, mindestens 8000 Schritte täglich zu machen.
Darüber hinaus kann man dann noch formelles Cardio einbauen. Hier empfehle ich erstmal 2 Einheiten pro Woche. Damit startet man und das kann man dann noch auf 3 Einheiten erhöhen. Das Cardio sollte immer nach dem Krafttraining stattfinden und nicht länger als maximal 30 Minuten sein. Ideal sind es 15 bis 20 Minuten. Wenn du persönliche Unterstützung von mir bei deiner Transformation haben möchtest, in Form von einem Ernährungsplan, Trainingsplan und regelmäßigen Videotelefonaten, dann schau dir gerne den ersten Link in der Beschreibung an und trage dich im Anfrageformular ein. Ansonsten bis im nächsten Video. Ciao.